Hello Boston! Ja, nachdem es diese Woche schon richtig frisch war, gestern Vormittag waren es so 7 Grad, ist es heute jetzt wieder richtig warm geworden. Ich glaube, jetzt sind so 19 Grad, sind 25 gemeldet. Und der Erik und ich, wir gehen jetzt raus, drehen eine kleine Runde, wollen auch so ein bisschen laufen, so ein bisschen Intervalljogging. Und ja, da freue ich mich jetzt schon richtig drauf, weil das Wetter einfach so traumhaft ist. So, die Jogging-Einheit haben wir ja schon hinter uns, haben geschwitzt, war ganz schön stürmig. Und jetzt als nächstes gehen wir zu unserer T-Station, also zur Station von der Bahn. Und ich habe aber keine Ahnung, wo es hingeht. Der Erik hat irgendwas ausgesucht, also wir fahren ein Stück und dann laufen wir dann noch ein bisschen. Erster Stopp hier in Downtown. Wir wechseln zur Orange Line von der roten Line Richtung Oak Grove. Wie früher in der Schule sitzen wir hinten in der Mitte. In der letzten Reihe. So, jetzt sind alle ausgestiegen. Wir sind noch die einzigen hier im Bus, wir Busfahrer. Und hoffentlich kommen wir da an, wo ich hin will.
Erik hat mich mal wieder durch komische Gegenden und dunkle Ecken gescheucht. Aber wir sind hier am Ziel angekommen. Er hat mir nichts verraten. Das Einzige, was er gesagt hatte, Wonderland. Und das hatte ich mal nachgeguckt, also weil es mich auch so angesprochen hat. Aber das ist wohl nicht mehr so, was es mal war. Aber wir sind am Ziel angekommen, hier am Meer, am Revere Beach, ja, wie man es auch immer ausspricht. Und es hat sich gelohnt. Es ist super schön. Ja, super schöner Ausblick. Schon ein bisschen frisch hier am Meer, aber sehr, sehr schön. Und dann würde ich sagen, beenden wir für heute. Und? Sehen uns nächste Woche wieder am Freitag um 12 Uhr. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss. Ciao.